Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem gleich. So, dann schauen wir nochmal hier rein. Der Herr sofort hat auch wieder seinen Kommentar dazu vergeben. Meine Bewertung für heute. Also, Herr sofort, für gestern, nicht für heute. Leviathan 4 Punkte, Whiteout 6 Punkte, Overtaker 7 Punkte, White Squall 6 Punkte, Cyclone 7. Was? Nur 7? Hast du den dir nicht selbst geholt sogar? Global X 2 Punkte, Planetary Probe 8 Punkte, Dragon X 10 Punkte, Llama Bell 9 Punkte, Assault Trooper 0 Punkte, Rock, Paper, Scissors 10 Punkte. Ja, das war's heute mit den Kommentaren. Dann schauen wir doch mal ganz kurz hier rein. In den Item Shop. Ich habe selbst noch nicht reingeblickt. Ich weiß nicht, was da. Oh mein Gott. Da ist natürlich was mega Geiles. Feathered Flyer. Der ist ziemlich nice. Ja. Dem Ding gebe ich 7 von 10. Und jetzt kommt einer der geilsten Skins überhaupt in diesem ganzen Spiel. Mega nice. Da hinten mit der Wirbelsäule aus Metall. Auf dem Rücken als Backpack. Der Raven Skin. Das Ding. Er sofort hat ihn ja auch. Das Ding ist sensationell. Ich finde den so geil. Auch mit seinen glühenden Augen. Dem gebe ich einfach definitiv und absolutamente 10 von 10. So, dann gehen wir hier rein. Was haben wir da? Den Checker. Doll. 1 von 10. Was ist das denn? Und das sieht aus, oh mein Gott, Whiplash. Ah, hat die sich da jetzt hier die Pace Car musste auch noch, nee, das gehört das mit zu dem Oberteil. Naja, also nicht wirklich prickelnd, der Skin. Ein von 10. Das ist. Und dann haben wir hier die Victory Lab. Die sieht natürlich wieder relativ cool aus mit dem Smiley da als Hupe. Aber wäre ganz cool, wenn man das auch hören würde. Weißt du, wenn du da einem so auf die Glocke haust, das ist immer so. Das, daran habt ihr noch nicht gedacht, ne? Congregate, sag schon. Epic. Dass du da so schön die Hupe. So eine Hupe drücken könntest. Eingraviert Champion. Ja, dem Ding gebe ich 6 von 10. So, dann gibt es den Battle Pass hier. Und jetzt kommen wir zu einem ziemlich geilen Emote. Der sieht echt nice aus. Super cool. Rocket Rodeo. Machen wir es gerade nochmal. Finde ich total geil. Dem gebe ich 10 von 10. Total nice. So, und dann kommen wir zu einem, den finde ich oberhammer cool. Da muss ich jetzt allerdings was anderes, weil da kann ich jetzt nicht hier, kann ich nicht drin lassen. Das passt nicht dazu. Machen wir mal, was würde denn da aktuell ich glaube, mit dem sieht das ganz witzig aus. Mit dem sieht das, glaube ich, ganz witzig aus. Ja, machen wir dasselbe nochmal. Einmal hier. Ja, das sieht man natürlich bei der roten Ritterin nicht.
wie er da die Augen aufreißt. Ist echt cool. Jetzt weiß ich auch wieder, dass dieser bescheuerte, schlechte, schwache Beat eigentlich, dass ich den wieder die ganze Zeit im Kopf haben werde. Das ist mir nämlich so gegangen, nachdem ich den das erste Mal gesehen habe. Ja, das Ding kriegt von mir auf jeden Fall 8 von 10. So, dann haben wir hier diese Bat-Sickle, ja, mit dem Baseballschläger und der Sichel, die da reingehauen wurde. Ja, finde ich, ist eigentlich ganz okay. Machen wir mal das ganz, ja, machen wir mal 5 von 10. So, und dann kommt der nächste. Leute, ach, 0 von 10. So, ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, läutet die Glock. Und schauen uns das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite mit mir, dem, also Fortnite News mit mir, dem Herrn Gleich. Oder Fortnite Action mit dem Herrn Sofort. Ja, also, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.